Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Rocket League bzw. Turbo League. Das ist sozusagen Rocket League, die es ja leider nicht fürs Handy gibt. Gefaked, aber gut gefaked und ja, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und ich habe gerade direkt ein Gegentor gefressen. Traurig. Ja, ich spiele es, um so ein bisschen zu zeigen. Vielleicht kennen Leute Rocket League und wollen das vielleicht. Warte, ich bin so schlecht. Wollen es vielleicht auch spielen und dann können sie sich das halt auch mal überlegen, das zu spielen, weil das ist echt ein cooles Spiel. Mann, ich will mir das nicht nochmal angucken. Wieso bin ich so schlecht? Ich fresse hier die ganze Gegentore. Okay. Also, ich finde das Spiel ziemlich cool, weil ich schon immer gerne Rocket League spielen wollte, aber ich habe keinen eigenen Computer oder so. Und das gibt's halt nicht auf Android und deswegen mache ich jetzt mal ein Video zu dem. Und vielleicht mache ich später auch noch ein Video, wo ich mit meinen Freunden spiele. Ich glaube, ich versuche mal zu fliegen. Das habe ich noch nicht so gut unter Kontrolle. Ja, man sieht's. Ich möchte unbedingt gewinnen, denn ich bin sonst immer schlecht. Ja, ein Tor! Der Zerwinkler. Auch der beste Name, der beste 9000. Perfekt. Das Auto ist auch ganz cool. Was mache ich denn? Ich springe einfach über den Ball. Hallo, ich lege auf den Kopf. Jetzt lass mich doch. Oh Mann, ist doch so traurig. Hä? Da war doch gerade gar nicht mal der Gegner. Okay, er ist dumm. Ich bin schlau. Ja. Wird das ein Tor? Das wird ein Tor. Eigentlich sollte es ein Tor werden. Und in dem Spiel kann man auch sich verschiedene Autos kaufen. Entweder mit der Spieler, also der Währung in diesem Spiel oder mit echtem Geld. Dann ist man zum Beispiel, glaube ich, schneller oder halt einfach ein cooleres Aussehen. Und ja, das ist. Ich kann halt das echte Rocket League nicht spielen, deswegen spiele ich das. Aber es ist ziemlich gut gefaked. Hui. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr mein Auto findet. Und ob ich mal ein bisschen Fliegen üben soll. Ich finde, mein Auto sieht cool aus. Ich fahre wieder am Ball vorbei. Okay, die Chance zu fliegen. Versaut. Hallo, ich bin's. Der beste 9000. Das ist ja so lustig. Und ich werde die ganze Zeit getreten. Ich trete dich jetzt auch. Ich trete dich. Wo bist du? Da bist du. Komm zu mir und lass dich treten in dein Gesicht. Ich werde ihn jetzt so lange suchen und finden, bis ich ein Tor schieße. Schon wieder der Zerwinkler Hattrick erzielt. Wunderschön. Juhu. Sieht aktuell gut für mich aus. Steht 2:1. Schlecht. Oh, du wagst es, mich noch einmal zu treten. Du wagst es? Ich trete dich jetzt, ne? Ich kann es nicht auf mir sitzen lassen. Du kommst jetzt zu mir. Ich hab ihn getreten. Ich komme mir gerade ziemlich dumm vor. Ich bin noch nicht so gut mit der Steuerung klargekommen. Also vorhin ging es besser. Ich habe vorhin schon gespielt. Aber irgendwie komme ich jetzt ziemlich komisch rüber. Die Gegner sind, glaube ich, aktuell. Also man kann es im Online spielen.
mit Freunden zum Beispiel kann einen Server erstellen, wo man dann zusammen spielt. 1 gegen 1 oder 3 versus 3 oder 2 versus 2. Kann sich da verschiedene Welten aussuchen. Aber man kann auch, wenn man zum Beispiel gerade kein Internet hat oder so, ganz alleine spielen. Da gibt es so einen Offline-Modus sozusagen. Den kann man einfach alleine spielen, wenn man nicht online spielen will oder keine Freunde hat. Gehen wir vom ersten aus, das ist schöner. Yay. Ich bin schon groß und vier und fahre ein Auto. Nein, nein. Ich kann Auto fahren, obwohl ich erst 2 Jahre alt bin. Haha, hätte ich gedacht. Outplayed. Und jetzt den Hattrick. Blub. Ins Tor. Ja, da fliege ich noch mal eine Runde. Ich finde es auch gut, wie auf dem Ball immer dieser Smiley lacht. Okay, jetzt müssen wir jetzt nicht angucken. Das ist doch unnötig. Alter, mein Gegner ist so schlecht. Aber ich bin auch schlecht. Das sind schon die letzten 27 Sekunden. Ich glaube, dann fliege ich aus Spaß noch mal ein bisschen. Hui, ich kann fliegen. Und unten gibt es diese Boost-Dinger. Die kann man nicht einsammeln wie bei Rocket League, sondern man muss sie sich kaufen. Geht da noch ein Tor? Blöder Gegner. Pirate. Toller Name. Pirate ist ein Bot. Traurig. Ich verliere hier gerade fast gegen einen Bot. Ja, nein, 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 nein. Als ob es war. Die Zeit war doch schon abgelaufen jetzt. In der letzten Sekunde. Das ist traurig. Ich will es mir das nicht angucken, es tut weh. Jetzt muss ich noch 2 Minuten länger spielen wegen diesem blöden Mann hier. Jetzt habe ich die Chance zu fliegen. Verfehlt. Na toll. Super. Finde ich persönlich ziemlich abstoßend. Hallo Pirate. Ich werde dich besiegen. Hoffentlich weißt du das. Denn sonst macht es nicht so viel Spaß. Mann, ey, diese Steuerung. Ich will jetzt gewinnen. Nope. Nein, 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 du schießt kein Tor hier. Alles unter Kontrolle. Die Steuerung kommt nicht hinterher. Aber ich mache ihn fertig. Ja, nee, tue ich nicht. Ich mache ihn fertig. Ja, jetzt mache ich ihn fertig und... Das Tor. Das epische... Das epische Tor war schon zum Greifen nahe. Mann, diese Steuerung, jetzt lenkt doch, blödes Auto. Tor! Das war natürlich reines Können. Was sonst, als ich meine, ich kann ja hier nicht einfach so schlecht spielen vor den ganzen Leuten hier. Nee, das war super toll gemacht. Dankeschön. Danke für eure Komplimente. Ich stelle sie mir gerade vor. Toka, du bist so toll. Ich mag deine Videos. Schreib mal in die Kommentare. Hashtag Toka ist toll. Hehehehe. Bitte das Hehehehe auch noch dazu, sonst ist es blöd. Ja, ich kann fliegen. I believe I can fly. Gewonnen! Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Abo da, aktiviert die Glocke und lasst ein Like da. Tschüss!